So, heute geht es um die sogenannten Deluxe-Figuren der Power of the Jedi-Line von 2001. Wobei Deluxe teilweise ein wenig übertrieben ist, zumindest bei der ersten Figur hier. Es handelt sich nicht um Chewbacca, sondern um Rovar. Rovar war eine beigelegte Figur zu einem Rollenspiel, welches eigentlich nur in Englisch erschien. Das zeige ich euch dann noch. Also dieser Rovar, wie gesagt, ähnelt wirklich Chewbacca hier mit der Tasche, mit dem Bowcaster. Auch von den Bewegungen her war ja den ersten Chewbaccas bzw. zweiten Neuauflagen nachempfunden. Das Einzige, was sich eben unterschied, ist das Gesicht, welches hier die Zähne zeigt, die von unten nach oben gehen. Also nicht wie bei Chewbacca. Leicht ist der Kopf zu bewegen und die Haarfrisur ist nämlich auch ein bisschen anders gestaltet. Ich denke, dass sie da vielleicht den Kopf ein bisschen ummodelliert haben von den gefangenen Chewbacca von Boosh, von Jabba's Palast. Naja. Aber wie gesagt, war eine exklusive Figur. Nicht auf Karte erhältlich, sondern eben in einem kleinen Blister, der in einer großen Schachtel des Roleplaying Games dabei war. Ja, hier sehen wir kurz mal die Verpackung. Also hier unten eben Bonus, exklusive Hasbro Actionfigur und eben nur auf Englisch Star Wars Roleplaying Game. Hier oben dann eben tolles Bild von den Charakteren, die man in dem Spiel übernehmen kann. Abenteuerspiel Star Wars Invasion auf von Feed. Wir sehen hier Jedi, eben diesen Rover, eine Naboo-Wache und eben viele Kampfdroiden und Darth Maul sogar. Mal kurz die Rückseite. Every generation has a legend, every journey has a first step, every saga has a beginning. Ja, machen wir es mal auf. Wir haben hier die typischen Rollspielen. Würfel dabei. Hier die ersten die ersten Regeln, beziehungsweise dass man das zuerst lesen soll. Also wie gesagt, alles auf Englisch. Wir haben dann hier noch ein Regelbuch. Und diese Rollenspiele, ich habe die nie sonderlich gemocht, weil einfach zu umfangreich, Anfangs war zwar die Fantasie noch da, aber später ist dann irgendwie nachgelassen bei mir, zum Beispiel bei DSD, guter YouTuber, könnt ihr auch mal reinschauen. Ich meine bei Dungeons & Dragons. Das einzige Schöne hier sind all diese Filmbilder zum Teil auf den Büchern, hier Abenteuerbuch. Hier ein ausklappbarer Play, also Spieltisch, Spielmappe vom Hangar, zweiseitig bedruckt. Ja, aber da fehlen halt dann irgendwie die Figürchen. Also ich brauche da immer Figürchen dazu, also deswegen mag ich auch HeroQuest zum Beispiel lieber. Und hier haben wir nochmal ein bisschen Charakterbeschreibungen. Hier Rover. Was, 17 ist der erst? Okay. 15 der Jedi, okay. Und noch mehr. Alle zum Herausnehmen, um die eben dann den Spielern geben zu können. Ja, muss man gut Englisch können, wenn man es auf und als Deutsche spielen will. Und hier zum Schluss, also ein paar Figuren sind wie gesagt nicht dabei. Wir haben dann hier ein paar Chips. Schaut trotzdem interessant aus, finde ich, ja. Okay. Beidseitig bedruckt. Also da kann man dann schon ein bisschen kreativ werden mit den ganzen Türen und Wegen, die man dann freischaltet oder entdeckt.
So, hier noch, tell us what you think about the Star Wars Adventure Game. Also eine Umfrage und ein bisschen Werbung da noch dabei. Ja, ist halt, wie gesagt, exklusives Game gewesen mit einer Figur. Wenn man das Ganze gesammelt hat, hat man halt alles gesammelt. Ein kleines Comic vielleicht noch zum Schluss. Ja, das war's für den. Dann gab es noch eine Deluxe-Figur, nämlich Boba Fett, die sogenannte 500. Figur von Hasbro, Kenner. Ob es wirklich die 500. Figur war, weiß man nicht so richtig. Wenn man jetzt die E-Box-Figuren oder die Droids-Figuren mitzählt. Aber sie wurde halt als 500. Figur angepriesen. So, da sehen wir ihn kurz mal in der Verpackung. 500. habe ich vorhin gesagt, Entschuldigung, die 300. Figur. Special Edition 300. Figur Boba Fett. Mit Rocket Firing Backpack. Er ist hier wirklich schön verpackt worden mit einem Blister, den man reinschauen kann, hier auf Bespin. Der Seite dann nochmal Charakterbild und die Rückseite dann eben das Interessante, wo die ganzen Figuren aufgezählt sind. Wir haben hier die Nummer 1, Luke Skywalker. Dann die 100. Figur war eben Carbonite Han Solo von 85. 200. war Mara Jade Expanded Universe und eben die 300. Boba Fett. Ja, ich mache mal kurz auf, weil ich jetzt halt alle Zusatzteile von der anderen Figur nicht gefunden habe. Mal kurz raus. Also hier ist sehr schön der Hintergrund nochmal zu sehen. Also kann man schön als Diorama hinstellen dann. Und hier eine kleine Instruktion, wie die Figur dann funktioniert. Mal kurz raus. Also, Boba Fett hier. Ein Stoffumhang bekommen. Welcher hier runterhängt. Schöne Details hier von der Bemalung, Abnutzungsspuren. Das Visor kann heruntergebogen werden. Hier Prellmarken, auf der anderen Seite sein Zeichen. Er hat hier eine Pose bekommen, die er dann halt fest einhalten kann. Also von der Beweglichkeit her ist mehr eine Statue. Er hat hier eine kleine Blaster, Handfeuerwaffe, die eben hier reingesteckt werden kann. Finde ich sehr schön. Hier sehen wir dann, wo das Backpack aufgebracht wird. Auch hier sehr schön gestaltet, leider einfarbig und die Kanone hier eben rausnehmbar. Und dann letztendlich Firing Rocket einzulegen. Ein Federmechanismus, der nicht gescheit hält, doch. Und dann eben hier unten dagegen gedrückt wird und es dann rausschießen soll. So. Sagt der Karl, wird hier hinten eingestoben. Und eben als Diorama dann die andere Rakete einfach hineingesteckt. So. Und er hat dann natürlich hier neben den Glasnudeln auch noch seine andere Waffe, die hier in einer Farbe kommt, aber die halt modelliert wurde, um sie in beiden Händen so gut halten zu können. Er hat eben hier dann noch ein paar Armbeugebewegungen, Drehbewegungen. Die Boogie Sculpts sind hier nur angedeutet, angemalt worden. Ja, aber ansonsten war es eine Neuauflage des Boba Fett.
die eben sich unterschied von der von 1996. Also schön detailreich, die Abnutzungsspuren, der Stoffmantel. Also war schon klasse, die Figur. Die letzte Deluxe-Figur bzw. Doppelback ist hier Masters of the Dark Side. Also wie gesagt, das Ganze wurde 2001 herausgebracht, als es nur Episode 1 als neue Trilogie gab. Und somit waren diese beiden eben die beiden der dunklen Seite. Wir sehen hier, dass die beiden ihren festen Platz haben. Warum der da unten steht, weiß ich nicht, aber Darth Maul steht hier auf dem High Ground. Beide Figuren sind neu modelliert worden. Fangen wir vielleicht mal mit Vader an. Wir sehen, dass sie hier Backholz haben. Vader hatte hier einen Stoffumhang bekommen, der nach hinten gefaltet wurde. Er hatte hier unten das Plastikcape. Beine, Hüfte und die Arme sind hier bewegbar. Auf der linken Seite hat er dann nochmal ein Ellenbogengelenk. So, vielleicht, dass man, naja, ich glaube nicht, dass man es beide Hände geben kann. Nee. Oder so vielleicht ein bisschen. Auf jeden Fall ist das Lichtschwert dünn. Aber mehrfach Farben angemalt worden. Auch von der Rüstung her. Also wie gesagt, kein übermäßig dicker Darth Vader mehr. Sondern wirklich eben filmakkurater. Ja. Und dann eben Darth Maul. Der auch gut getroffen ist. Hier mit einer Handbewegung, wo er seinen Droidenkopf an die Wand schmeißt, Machtbewegung letztendlich. Das andere Arm ist auch nur bedingt beweglich. Und er hat das erste Mal Schultergelenke bekommen, also so Ball Joints. Ja, interessant. Und was noch interessant war, das Lichtschwert. Und zwar konnte man dieses auseinanderlegen. Also ich sage jetzt gleich dazu, dieses hier geht nicht, das ist jetzt ein anderes, aber so eins war dabei. Und das Problem ist, und das wurde dann bis über 2000 bei Saga Collection, also bei der Attack of the Clones fortgesetzt mit den Figuren, dass man hier eine Klinge einfach hineinstecken konnte und herausziehen konnte. Bei den beiden Versionen von dem Schwert, die ich habe, ist es leider abgebrochen. Also entweder kleben oder so lassen. Und hier nochmal kurz vielleicht die Base. Sehr interessant gestaltet, diese Treppen. Ja, ist halt einfach ein schönes Zusatz, um Deluxe-Figuren daraus zu machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder.